Activision. Radical Entertainment. Prototype. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Let's Play zu Prototype. Ja, dieses Let's Play wird, wie ich finde, blind sein. Aber ich habe es schon mal aufgenommen als Walkthrough. Jetzt werden viele Leute sagen, Zero, wenn du es aufgenommen hast schon mal, also gespielt hast, wie kann das denn noch blind sein? Ja, ich habe das letzte Mal dieses Spiel gespielt 2010, da habe ich es ja auch aufgenommen, also als Walkthrough und so. Und ja, heute haben wir 2012, meine lieben Freunde, und da ging schon vieles verloren vom Spiel. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was da war und alles. Okay, den Anfang kenne ich jetzt mittlerweile, weil ich getestet habe von der Soundqualität und so, und ich glaube, das haut jetzt hin. Und viele werden jetzt sicher aufschreien, what the fucking ist das denn jetzt hier los hier? Alles deutsch. Wie hast du das wie hast du das gemacht? Wegen Prototype wurde ja eigentlich in Deutschland verboten, beziehungsweise ist ja auch so. Und ja, ich habe mir einfach einen Deutsch-Patch runtergeladen, also der nur die Untertitel macht deutsch. Und wo ihr den runterladen könnt und alles, war am Anfang zu sehen, also der Link und alles. Ich werde den wahrscheinlich dann sowieso nochmal in der Beschreibung packen, kein Thema. Und ich würde sagen, legen wir doch einfach mal gleich mal los mit einem neuen Spiel, und zwar auf normal. Ja, machen wir einen neuen Speicherplatz, aber klar doch, los, go, go, go. Alles schön deutsch gehalten, ach ja, ist das super. So, weiter. Alex Mercer. I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. Ago, someone released a lethal virus in Penn Station. I woke up in a morgue. Now I hunt. I kill. I consume. I become. I'm gonna find out who did this to me. And I'm gonna make him pay. Officer. Sir, he's in Times Square. I'll call for transport. That won't be necessary.
Und damit geht's jetzt los. Mensch. Kaum da und dann schön hier Begrüßung hier gleich. Mensch. Aber nicht gerade die geile Begrüßung. So. Dann nehmen wir die mal gleich aus der Stucke hier. Zack. Und was ich mache, gerade jetzt hier, füllt meine Lebensbalken die ganze Zeit auf, die man oben links sieht, wenn ich immer diesen Move mache. Ich kann ja auch einfach nicht hier so normale killen, so hier. So, hier, zack. Oder ich nehme einfach einen, zum Beispiel diesen Kollegen hier, und dann werfe ich ihn einfach mal irgendwo hin. Gute Nacht. Und wie man sieht jetzt, glaube ich, warum dieses Spiel in Deutschland verboten wurde. Ich meine, guckt euch einfach mal diese Brutalität an. Man kann einfach einen hier schnappen und dann zack. Gute Nacht. Oder einfach mal jemanden gegen die Wand schlagen. Oder einfach mal diesen Move hier austesten. Einfach mit diesem Typen hier mal ein bisschen Skateboard fahren. Hier, zack. Ich finde dieses Spiel eigentlich ein sehr geiles Spiel. Muss ich ehrlich zugeben. Allein, weil man hier so rumfliegen kann. So hier, zack. Und weil es auch Open-World-lastig ist. Also, ja, ist schon Open-World-lastig, ja. They took everything from me. They're responsible. And they'll pay. Naja, okay. Open World lastig, ja, aber es ist halt nicht so riesig wie bei GTA, glaube ich jedenfalls. Das ist nicht so wahr. Aber es ist schon Open World, also wenn wir zum Beispiel auch dieses Spiel durch haben, dann können wir uns noch frei bewegen. Also können wir noch irgendwas anderes mal einfach hier rumfliegen oder irgendwelchen Leute hier killen. Und ja, jetzt haben wir ein paar Klingen. Und die benutzen wir doch einfach mal hier zum Konsumieren und so. Oder machen einfach eine normale Attacke, wie die zum Beispiel. So. Und weiter geht's. Ach, ich liebe dieses Fliegen einfach bei Prototype. Okay, ihr holt eure Panzer. Dann hol ich meine dicken Keulen raus. Jetzt gibt's Fett aufs Maul. So, erstmal hier hoch und runter mit uns. Und kaboom, den ersten hätten wir down. Jetzt den zweiten. Jawoll, Sturzflug. Geil. Und den nächsten. Kaboom. Und da ist der letzte. Und gute Nacht. Oh yeah. Weiter geht's. So. Da müssen wir hin. Wie man sieht. Oh, wir kriegen Besuch. Auf jeden Fall keinen netten Besuch. Dafür holen wir doch gleich mal unser Schwert raus. So. Zack, zack, komm, geht down. Jawoll. Da ist der nächste. Wir greifen schön den Panzer an. Mach ich ein bisschen mit. Jawoll. Moment. Jetzt kriegst du. Bleib doch mal stehen. Hey, das ist aber nicht nett. Ich komme. Na komm. So, warte. Das haben wir gleich. Moment. Gut. Und der nächste. Der ist auch down. Mensch, ich beziehe die mal an, lieber. Ich schlag die ganze Zeit daneben, ey. Moment. Jetzt. Oh, schade. Und? Ist er down? Nee, noch nicht. Aber jetzt. Strike Team to Zebra Grid. Ground Team, set up smoke. Over. Oh oh. Noch mehr Besuch. Das ist nicht gut. Naja, kümmern wir uns mal um den Besuch. Helikopter 117 geht gleich mal down. Moment, den haben wir gleich. Helikopter 117 und schön. Oh yeah. Den Panzer ebenfalls mal. Sturzflug. Und zack. Kaboom. Oh yeah, baby. So, dann komm mal her. So, auf den Boden mit dir und bam, bam. Time to end this. Oh yeah.
Party, Party, würde ich mal sagen. The last person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Hey, I knew this guy. He was Blacklight. Yeah, well, now he's ex-Blacklight. His name is Mercer, Alex J. Next of kin, Mercer Dana A. Is that his wife? Don't know. Do you think this has anything to do with the test subject on 51? I have no idea. And even more, I don't want to know. Just give me the 8-inch blade. We'll start by going through the torso. Get the fuck out! Get the kill team in here now! Und I need to get the fuck out of here. I can't keep this up forever. Ja, und damit werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns. Ja. Ja, und damit sehen wir uns erstmal beim nächsten Part von. Oh Mann, Alter. Prototype. Tschüss.